Ich grüße euch und heiße euch wieder herzlich willkommen heute mit News zu Warhammer 40k Space Marine 2 und Focus Entertainment hat eine wichtige Frage beantwortet und diese Frage haben sie beantwortet mit ja, Warhammer 40k Space Marine 2 wird einen Koop-Modus haben. Es gibt dafür auch einen neuen Trailer und ich würde sagen, let's go. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on two planets, Avarax and Kadaku. Also es geht wahrscheinlich um zwei Planeten. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Tyranids! Das Game sieht schon heftig gut aus. Also ich glaube, ich werde vorher nochmal meinen PC upgraden. My pledge is eternal service. Xenos inbound! Eviscerate this abomination! Come forth and be slaughtered! Oh, ich hoffe, das wird gut performt. Nicht, dass es noch die ganze Zeit leckt am Start oder so. Und oh, nee, hätte ich gar keinen Bock drauf. So, und da sehen wir die Auflösung. Drei Spieler-Koop. Nicht zwei. Open the gates. Care to see if we can slay more Xenos for the Tyron? Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, das Ding mit zwei anderen Followern durchzuspielen. Ich habe da auch schon einen zweiten Ausblick. Und ja, könnt ihr euch gerne drauf freuen. Der Trailer war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und hat den Koop-Modus gezeigt. Und jetzt dachte ich, ja, was kann man denn da spielen im Koop-Modus? Vielleicht nur eine einzelne Mission oder irgendein Horden-Modus oder so. Und hier heißt es wirklich, dass man die gesamte Kampagne im Koop-Modus spielen kann. Ja, denn was anderes hätte ja auch sein können. Und ja, das ist soweit die News zu Warhammer 40k Space Marine 2. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Und das Game erscheint übrigens diesen Winter für PC. Damit bin ich raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.